Der nächste Fall aus Thale im Harz liegt fast 3 Jahre zurück. Dazu begrüße ich im Studio Kriminaloberkommissarin Beatrix Mertens aus Magdeburg. Herzlich willkommen. Bitte fassen Sie doch zunächst den Fall für uns zusammen. Ja, in der Nacht zum 14. Dezember 2011 kam es in Thale zum Brand in einem Wohnhaus. Nachdem der Brand gelöscht war, machten die Rettungskräfte eine ganz schreckliche Entdeckung. Und zwar fanden sie die Leiche der damals 26-jährigen Elisabeth Schmidt. Vieles sah nach einem ganz tragischen Unfall aus. Also man vermutete zunächst, dass Elisabeth im Bett ihres Freundes geraucht und so den Brand verursacht hatte. Allerdings erbrachten dann die weiteren Ermittlungen, insbesondere die rechtsmedizinische Untersuchung, dass Elisabeth eben nicht Opfer der Flammen wurde. Was konnte denn als Todesursache herausgefunden werden? Ja, als Todesursache wurde herausgefunden, dass Elisabeth erstochen wurde. Erst danach ist der Brand gelegt worden, vermutlich um Spuren zu verwischen. Könnte ein Fremder nachts mit Gewalt in diese Wohnung gelangt sein? Also Spuren für ein gewaltsames Eindringen konnten wir nicht finden. Allerdings war das Besondere an diesem Abend auch, dass Elisabeth das erste Mal allein in der Wohnung ihres Freundes schlief. Diese Wohnung befand sich im Elternhaus ihrer zukünftigen Schwiegereltern. Dementsprechend hatte sie auch Schlüssel zur Wohnung und auch zum Haus. Könnte es sein, dass sie den Täter kannte und selbst hereingelassen hat? Auch das können wir nicht ausschließen. Genauso ist es auch möglich, dass Elisabeth in der Mordnacht selbst erst jemanden kennengelernt und mit nach Thale genommen hat. Bei den meisten Tötungsdelikten kennen sich ja Täter und Opfer vorher. Es sind sogenannte Beziehungstaten. Könnte es sein, halten Sie es für möglich, dass der Mörder aus dem Umfeld des Opfers stammt? Das können wir auch in diesem Fall nicht ausschließen. Wir wissen, dass Elisabeth erst kurz vor ihrem Tod ihre Verlobung bekannt gegeben hatte. Möglicherweise missfiel dies ja jemandem. Was wissen Sie denn über die letzten Stunden vor ihrem Tod? Elisabeth machte eine Ausbildung zur Krankenschwester am Krankenhaus in Goslar. Hier schlief sie auch sehr oft im Schwesternwohnheim, das sich direkt neben dem Krankenhaus befindet, allerdings in dieser Nacht nicht. Also sie beendete ihre Schicht um 22.30 Uhr und muss dann nach 22.40 Uhr, da ist sie zuletzt im Krankenhaus gesehen worden, von Goslar nach Thale gefahren sein. Also das sind in etwa von Goslar nach Thale 60 Kilometer. Man braucht dafür mit dem Auto etwas weniger als eine Stunde. Also über diese Zeit fehlen uns die Erkenntnisse. Wir stellen hier insbesondere auf den sehr auffälligen Citroën Saxo ab. Also das Besondere an diesem Fahrzeug war die sehr auffällige Lackierung und auch die Aufkleber an der Seite des Autos. Was könnte denn jetzt noch helfen und die Ermittlungen voranbringen, Frau Mertens, nach ja doch schon so langer Zeit? Ja, also gerade für die Angehörigen ist es ja nur sehr schwer zu verkraften, dass wir bislang noch keinen Tatverdächtigen ermitteln konnten. Also auch aus diesem Grunde suchen wir nach wie vor nach Personen, die sich bislang aus welchen Gründen auch immer noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und noch Hinweise zu der Tat geben können. Gesucht, liebe Zuschauer, werden Zeugen, die Elisabeth Schmidt am 13. Dezember 2011 nach 22.40 Uhr gesehen haben oder sogar trafen. Wem fiel an jenem Dienstagabend ihr Auto auf? Welche Strecke genau nahm sie nach Thale? Vielleicht hat jemand etwas beobachtet oder gehört, dem er bisher noch keine Bedeutung beigemessen hat. Hinweise bitte an die Kripo in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 1091. Vielen Dank, Frau Mertens, und viel Erfolg bei den Ermittlungen zu diesem Fall. Danke.